Jo, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Starfield-Part. Ja, du kannst metzen, so viel du möchtest. Sehr nice. Okay. So, wo müssen die Arbeiter hin? Außer Treibstoffreichweite. Oder füge deinem Schiff HE-Tanks hinzu. Ja, gut. Hello, this is Mrs. Whitmore's 6th grade class. We are having a problem and need help. Please respond. Klar, thank you. The school district is supposed to do maintenance on the ships. Okay. But our grav drives cracked and leaking helium 3. Let me see. Mrs. Whitmore, who are you talking to? You're talking to the captain. Pirates? There are pirates? Yep. What? No. No pirates. Everyone is safe. Na gut, ja, egal, jetzt her mit dem Kram, war nur ein Witz. Holy smokes! Constellation! Die Explorers? That is so cool! Ja, da schaust. In space you can encounter all sorts of fascinating people. Now, everyone, settle down. The driver said ship parts should be sufficient for us to repair our ship. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht, oder? Understood. Well, I hope you have a better day than I'm having. Ja, sorry, was soll ich machen? Hab keine Schiffsteile. Offering for the great serpent. Alter, was geht ab? Ja, moin. Oh, hab ich den falschen? Nee, ich hab den falschen. Alter, ich hinter dich, Kleiner. Der ist halt ein... Oh, na moin. Oho. Aber wenn man die Schubdrüsen verwendet, Alter, dann geht das viel besser, ne? Hopp. Und nochmal Schubdrüsen. Schubdrüsen. Ja, das ist... Wie sieht's aus, mein Freund? Geht doch. Ja. So, ich komme jetzt rein und raube euch aus, ihr Schweine. Wir befallen jetzt die Schwachen und die Krüppel. Einsteigen. Okay, let's see what we can salvage. Na moin. Da kommt er schon. Ja, kassiert einfach, klar, mein Schädel. Hui. Oh, stop me. Immer nachladen.
Okay. Was ist denn eine Box? Was? Ne. So, wir müssen hier mal umswitchen. Wir brauchen mal unseren Kollegen. Ciao, Boy! Schau, wer dahinter steht. Na, ja, machst du auch mal was? Naja, wir sind noch Close Combat, Alter. Machst du mal was? Okay, sie geht runter. Kein Problem. Der Gegner ist zwar da hinten, aber kein Problem. Oh shit, ja, da habe ich ihn erwischt. Die macht aber das schon. Das ist gar kein Problem. Wie sie jetzt einfach unten nicht sterben kann, ne? Oh. Übernehmen die Kontrolle über das Schiff oder verlasse das Schiff? So, ich übernehme die Kontrolle. Du hast in der Schiff rekrutiert. Wenn du auf deinem Planeten landest oder ein Kraft zu einem anderen System, die Quest wird passieren in deinem vorherigen Schiff werden zu deinem neuen Hauptstadt. Oh, cool. Ah, das ist das untere, okay. Mhm. Aber das Schiff gefällt mir jetzt nicht so, das ist einfach zu riesig. Außerdem ist es ja komplett zerstört, Mann. Aber ich frage mich, ob das gescavenged wird, heißt. We'll take everything, no problem. Give it to me. Das Ding sieht aus wie eine Massagepistole. Da ist aber nichts mehr, oder? Leere Chuk-Chuks-Verpackung. Oh, what? Achso, lol. Dachte schon, also die Ding ist verschwunden, die Leiter. Wir können das ja so aufteilen, dass du das Ding nimmst und... Du fliegst jetzt zu unserer Basis zurück und ich, gönn mir. Nein, theoretisch könnte das eigentlich das Schiff zerlegen, oder? Na wohl, stellen wir mal das und dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe das andere auch noch. So, kein Problem. So, da landen wir jetzt. Ah. Ich habe das Gefühl, umso größer das Schiff, umso unwendiger, what the fuck, okay, umso unwendiger, glaube ich, irgend sowas. Was haben wir denn hier überhaupt? Sarah Morgan, was ist das, unbekannt? Hope you've calibrated that thing. Oh. Das sieht aus, als wäre es eine Pflanzenfarm. Was ist denn hier, Mann?
Must be quite rewarding to work on a farm. Growing and raising everything needed to survive. Believe it or not, I'm almost envious of their way of life. Wo war das nochmal? Aluminium. Ah, kann man nehmen. Use is all. You've had so much on your plate lately, and those fools that keep pestering you about selling the farm aren't making things easy. Tja, sieht. Zap, zarab. Was geht's hier? Mich würde es aber interessieren. Oberflächenkarte, was haben wir denn hier? Aluminium, H2O, Nickel, Merkmale. Alright, ey. This is Michaela's farm. Talk to her. Okay, kein Problem, ich schieße dir gleich ins Gesicht. So proud of you, Michaela. Hallo, hey, ich möchte mit dir reden. I've always been an optimist. Thanks, Dad. If I catch you working with that shovel again, I'm not gonna be pleased. All right. If I catch those farmhands slacking off one more time. Dreh dich mal um, red mit mir. I don't mean to seem rude, but this ain't exactly the best time for visitors. I've been waiting for this moment my whole life. If you're looking to sell something, I can't afford it. Now, if you don't mind, I got some problems I need to deal with. Ja, dann erzähl mir von deinem Problem. No? Well, thank goodness. Seems like not a week goes by that someone isn't out here trying to... You're welcome to have a look around. Just try... Was wird denn hier angeboten? Mainly grains and root vegetables. We rotate... Okay. Also got some livestock and other animals. Not much different... Since I was old enough, this farm's been in my family. Okay. Fact. Sure, I guess. I'm not looking to lord it over people. No. We've been here a long time and we're... It's comforting in a way. Verstehe ich. Okay, dann... Make your way. Make your way. Natürlich. Natürlich. Ich gehe mal, glaube ich, zu den Gebäuden da vorne. Ich müsste mal an meiner Ausdauer arbeiten. Ein Skillpunkt. Wo haben wir denn das mit der Ausdauer? Mit Fitness. Boxen. Das ist Gewichte heben. Ah. Oh. Sonst habe ich hier nichts im Handel. Ballistik, verursacht mehr Schaden, Laser. Schrotflinten. Ja, machen wir das so. Du kennst mehr häufiger Medizin, Forschungsmethoden, Analyse. Oh, du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Ey, die Schubdüsen sind halt echt ganz gut, ne? Das haut halt schon richtig rein. Ist halt blöd, dass man jetzt kein Fahrzeug hat, weißt du? Ich würde halt gerne einfach direkt hincruisen, aber... Das funktioniert natürlich nicht. Oh, lol. Das hat natürlich ein bisschen mehr. Aber ein Helm habe ich nicht, oder? Coachman. Vollautomatisch. Na, das machen wir statt dem da. Erweitertes Magazin. Ob man da auch irgendwo
Oder irgendwie. Was soll ich sagen? Den Haarstyle dann vielleicht später mal ändern kann. Also Chlor kann ich jetzt einfach abbauen, ne? Giftgas. Schutz. Mhm. Ja, das bringt mir nichts. Giftgas, Gas, Schlot, okay. Das kann ich glaube ich nicht kennen, ne? Metabolik. Savannen, Gewürzschrauch. Lol, das sieht aus wie ein Dinosaurier. Na? Einstellung friedlich. So, what have we got? Animal, vegetable or mineral? Hm, interessant. Ja, der ist aber glaube ich nicht freundlich. Der da hinten ist. Ja, wir sind größer. Du weißt von der Lampe. Was? Statusmenü. Nimm das Heilmittel, um dich zu heilen. Öffne dein Inventar und suche eine Karte Hilfe und Symbolen, die zu deinem Leben passen. Was? Okay. Inventar. Hilfe. Gut. Gewebe, Pigment dran. Graser, okay. Du kannst ruhig abhauen, mein Freund, ich mach gar nichts. Rudel Oktomane, Mann. Oh, lol. Hat aber echt viel. Der hat sich hier die richtige Staff-Match geliefert. Ja, für den Außenposten habe ich hier noch viel zu wenig, Mann. Aluminium. Dürfte ich anscheinend suchen. Gebäude. Aber das war das, was ich vorher gescannt habe. Müssen wir mal gucken, Alter. Boah, es riecht nach Zwiebeln. Junge. Der ist, glaube ich, down, oder? Schlafen die, Mann? Nickel. Interessant. Kobalt.
Die sind, glaube ich, freundlich. Zumindest sehen sie noch so aus. Fähigkeit erschütternder Angriff. Kobalt hinzugefügt. Ich glaube, das sind so die Flugviecher schon wieder. Behelfsmäßiges Lager. Markdrucktank. Ah. Ich bin auf jeden Fall kein Feind hier. Yes. Need some credits, newcomer? I got something I could use a hand with. We're tracking game that migrates to this area. Up for some scanning? We need data. And something tells me you need the credits. Tja. You like scans of live creatures. Studying carcasses isn't as helpful. Verstehe ich aber. If you don't want to do it, okay. Kreaturen. Hello. Okay. Hello. Scanne nur Lebende. Schließe das Scan von Herde. Basilisk. Okay. Ja, der will einfach, dass ich da irgendwas mache. Gut. Oh lol, ich soll die da oben scannen. Ja, toll, leck mich fett, Mann. Scan any promising leads? Pigment, Alter. Ja, gut. Ah, gut. Ah, okay. Das kann von Herde Basilisk. Ah, kein Problem, machen wir, gehen wir mal zurück. Das ist so eine Scan-Party, das hätte ich mir ja auch nicht gedacht. Na gut. Erledigt, mein Freund. Much appreciated. This looks like... Here, this is for you. You've earned it. Wir könnten denen eigentlich was stehlen. Wir werden es schon einfach missen. Ja, dann gehen wir zu den Gebäuden da hinten hin. Pistole. Eine Pistole sollte ich vielleicht upgraden. Ja, hi, ja. Sind da nur 300 Meter. Schreckhaft, okay. Ja, das sind wahrscheinlich genau solche Viecher, die, wenn du sie angreifst, dann greifen sie dich auch an. Oder wenn du gefährlich aussiehst für sie.
Also mein Krater. Ja, bin gespannt, was da hinten ist. Wie das ist eine Militärplattform. Da ist was. Sieht doch aus wie so ein Militärstützpunkt. Das könnten Raketen sein. Schießplatz für experimentelle Waffen, Alter. Okay. Was schießen die, Alter? Okay. Du ballerst, ich geh rein. Boah. Die macht er schon. Boah, das ist ein relativ starkes Ding. Kann sie eigentlich sterben? Ich glaube, sie braucht unsere Hilfe. Nein, das ist ein echtes Problem, ne? Aber eigentlich eine zweite Mine auch noch. Ja, das weiß ich irgendwie nicht. Das war's mit ihm. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Was ist denn das für ein Trottel? Er sieht, dass ich da gegen voll das fette Viech kämpfe und der kommt her und ballert mich an, Alter, Drecksau. Ah. So, wir sind hier. Und hier ist sowas Natürliches. Ich hasse es, wenn ich zu viel trage, ne? Jetzt mal so viel Scheiße los, ne? Echinus, ja, das kann man. Aber da ist einfach viel zu viel von den Dingern noch. Jetzt sind wir drunter, was? Ich wollte es eigentlich verkaufen, ne? Ah, na. Geht sich doch nicht ganz aus. Spacer. Na gut.